Ja, ein herzliches Willkommen zurück bei Persona 5. Wir haben das letzte Mal ja so einiges erlebt, unter anderem den überraschenden Tod von Harus Vater und auch, dass wir auf einer ganz neuen Spur sind, was unseren... Oh, und wir können unsere Pflanze versorgen. Okay, okay, alles klar. Ne, ich wollte mal kurz was im Menü dann nachgucken. Ich passe ja soweit alles. Wir sind auf 44. Wir brauchen nur noch Guts. Okay, daher ist das eigentlich egal, weil wir die dadurch nicht kriegen. Aber wie dem auch sei, wir haben das letzte Mal ja auch so ein bisschen, hat Futaba uns erzählt, dass die Spuren in diesem Fall von dem angeblichen Magid, dass die von Leuten stammen, die angeblich gar nichts mit Kraken so wirklich zu tun haben wollten oder das auch sonst gar nicht machen, aber okay. Und wir haben da noch ein paar andere Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber wir legen uns erstmal deswegen schlafen und ruhen uns ein bisschen aus, dann geht's uns besser, dann fällt es uns wieder ein und dann sind wir wieder topfit am Start. Während unsere Beliebtheit gerade immer weiter in den Keller sinkt, da man uns ja auch noch zufälligerweise als Mörder bezeichnet hat, nach dem Zwischenfall mit Harus Vater. Haben Sie die Phantomdiebe noch nicht gefunden? Die Regierung und die Polizei sind nutzlos. Versuchen Sie es überhaupt? Ah ja, und das Schulfest kommt ja immer näher, ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Hätte ich fast vergessen. Aber okay. Sehen wir mal, wie es so weitergeht. Irgendwas hatte ich gerade noch, aber egal. Fällt mir bestimmt später irgendwann nochmal wieder ein. Ich wünschte, Sie würden Ihre Steuergelder nicht nur damit verschwenden, auf Ihren Ärschen zu sitzen. Das ist ein gutes Statement, das würde ich mir auch wünschen. Eine mysteriöse Gruppe von Mördern, eine nutzlose Regierung, zu was ist in der Welt hier gekommen? Jeder redet nur noch Müll über uns. Ja. So schnell kann das gehen mit dem guten Ruf, ne? So ist die Welt. Ach ja, und die Polizei kommt auch noch zur Schule. Das war, da war ja auch noch was. Mann. Wenn man so eine kurze Pause macht, vergisst man mehr, als wenn man eine längere macht, glaube ich. Aber gut. Hey. Sie waren auch heute hier, nicht wahr? Upsa, sorry. Ja, was glauben diese verdammten Cops eigentlich, wer sie sind? Dass sie uns so einfach alle anstarren. Ja, wir sind alle Verbrecher. Wir haben das alles selbst getan. Vielleicht sind die Gerüchte wahr. Vielleicht ist ein Phantomdieb an unserer Schule. Oh je. Noch nie von diesen Gerüchten gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut. Okay, hört mal zu. Was gibt's denn jetzt wieder? Die Polizei sind hier auf der Schule, also, ja, geht ihnen nicht, oder steht ihnen nicht im Weg. Oh, und aus verschiedenen Gründen wird das Schulfestival auf den 25. verschoben. Okay. Es gab Gespräche, das abzusagen, aber das können wir nicht einfach so tun. Da haben wir doch ein Glück. Ich bin sicher, die Vorbereitungen wären schwierig, aber ja, verausgabt euch nicht zu sehr. Wirklich? Auf einen Wochentag? Was für Gründe sind das denn? Mit all diesem Zeug wegen des Rektors und Kamoshida in diesem Jahr, ja, ich schätze, da kann man wohl nichts machen. Ja, durchaus. Ja, dann haben wir wohl noch ein paar mehr Tage Galgenfrist, hä? Ja, wir hatten da ja schon einen Plan. Anscheinend wird die Polizei die Schüler hier verhören. Ja, das macht Spaß. Fast so schlimm wie das Verhör bei Makoto, ne? Ernsthaft? Die Polizei sind auf der Shujin? Sie sind noch nicht in meine Schule gekommen.
Es scheint so, als ob sie die Schüler individuell aus den Klassen herausholen, um mit ihnen zu sprechen. Na, dann darf es keiner versauen. Moment mal. Soll das bedeuten, dass wir auch da herausgerufen werden? Die Zweitklässler. Bei den Zweitklässlern beginnt es am Nachmittag. Stellt sicher, dass ihr euch mental darauf vorbereitet. Ah, super. Ja, das wird ein Spaß. Sie suchen nach dem Täter, nicht wahr? Ja, wer weiß. Seid vorsichtig, Leute. Ihr solltet vermutlich versuchen, nicht zu viel zu sagen. Ja, das ist ein Pro-Tipp. Sie werden eure Lügen durchschauen, die ihr versucht, ihnen aufzutischen. Ja, nun sagt doch nicht sowas. Ich weiß. Also so gut sind die Cops auch nicht. In jedem Fall sagt ihm nichts Unnötiges. Na, da werden wir doch wohl Spaß haben. Und wir sind am Nachmittag. Well then, next up is Takamaki-san and... Wir. Ja, super. You two will go together. Oh, dürfen wir Händchen halten? Huh? Why together? Ah, komm, jetzt reg dich nicht auf. Why? They'll probably have one of you wait outside. That's how they've been doing it so far. Naja, sie weiß ja auch. Oh yeah, right. Sie weiß ja auch über uns Bescheid, aber. Those are the instructions the detectives gave us. Just don't say more than is necessary and try and get it over with quick. Yes, ma'am. Sie weiß ja über uns Bescheid. Von daher. Take a seat. Okay. We're sorry to take your time. This will be over quick. Let's see. Matsuya Akira. Ah yes, you're the one currently under probation. Oh ja, scheiße. It says here you had a dispute with Mr. Kamishita. Hatten wir das? Ja, da war was. You're more hot-blooded than you look. You spend time with quite an interesting group. Yusuke Kitagawa and Haru Okumura? Ah, super. The more friends, the better, right? Ja. Ich bin neu hier. Ich muss Freunde finden. I'm sorry to have taken your time. You're free to go now. Ja, dann. Oh, I almost forgot. There's just one more thing I have to ask you. Ja. Und das wäre? Do you think the Phantom Thieves are associated with this school? Ich hoffe nicht. Don't worry. We're here to keep all of you safe, okay? Na, dann habe ich ja nichts zu befürchten. Thank you for your time. Your responses will serve as great reference material. Ja, auch wirklich, waren die so gut? Takamaki-san is next. Could you ask her to come in? Jo. So nervous, I almost stuttered a few times. I thought I was used to police questioning by now, too. Seems we were all asked the same questions. Na, dann ist ja gut. That's how they get you. They do that on purpose, then wait for someone to slip up. I hope you didn't. Wie gleich wieder beschuldigt wird. It was probably fine. Oh, I would have been done for if they saw how sweaty my hands were, though. To think my name would come up as well. Das ist echt beunruhigend. Sounds like we can't take the police lightly either. Nee, unterschätzen sollten wir die definitiv nicht. Hey, didn't you think that detective guy was scary?
Sah für mich ganz normal aus. Not to me. You looked like someone who's dealt with dangerous criminals. Ah, jetzt wo du sagst. I'm sorry for all of this. It's because of my sister. That's not true, Mako-chan. It's not as though I hadn't predicted this would happen. But now that it's become reality, I'm unsure of what to do. Ja, wir müssen ein neues Ziel finden, ne? We need to make sure we don't draw suspicion and work to clear our names, right? Right. It ain't your fault, Makoto. Eben. I'm gonna try to see how far along this investigation really is. I'm worried about the police too, but as of now, anyone in this city could be a mole. Selbst du. We were so popular too. Haru, can I ask you to search your father's belongings for clues about a possible culprit? I know it may be tough on you. Das ist wirklich viel verlangt. No, it's okay. Now isn't the time for me to look away. Aber sie ist auch tough. As for everyone else, you need to be cautious of how you spend your time at school. So, I've decided to have you three second years join me on the school festival executive committee. Was? Wie? Wo? Wer? Why? Ja, gute Frage. It will allow us to gather without drawing suspicion. Plus, trying to blend in will only do the opposite. Bist du sicher? Fine. Ah, toll. Das heißt Vorbereitungsarbeit. I agree. The more time I have to kill, the more time I'll spend worrying about all this stuff. Das klingt... So kann man's auch sehen. No matter what happens, I don't want to regret my decisions. Don't jinx it! It would be no surprise if they came directly to our homes for questioning. Oh yeah. They showed up at your school after all. I should remain cautious. For now, the best option is to stay on the defensive. But we won't make progress at this rate. Ja, da war ja noch die Sache mit ihm und Madarame, ne? Let's try and figure out who the real culprit is somehow, okay? Ja, das ist ja unser Gesamtziel. Of course. Aber wie kommen wir an Hinweise? Ich meine, ja, kann Futaba den Polizeiserver cracken oder so? Das ist wirklich schlecht. Irgendjemand hat uns so die Schuld dafür gegeben. Naja, im Moment können wir wirklich nicht viel tun. Hey! Wir können auch nur für den heutigen Tag schlafen gehen. Okay. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ja. Dann gute Nacht und mal sehen, was der nächste Tag uns so bringt. Yes. I have another suggestion. Call for the arrest of the Phantom Thieves, then mobilize the police. The rest will go as you mentioned. Polizeimobil machen, aber... Still, I'm truly amazed at the atrocious methods you come up with. Wovon reden die da? Haben die noch irgendwie einen Plan, von dem wir gar nichts wissen? Aber ich meine, wenn die wirklich was wissen, hätten die ja nicht schon längst unsere Tür eingetreten. Also irgendwie was passt da nicht so richtig. Aber na gut. Können nichts dran ändern und lass mal
müssen wir im Moment wohl alles auf uns zukommen lassen, inklusive des Schulfestivals und die Vorbereitung dafür. Naja, okay, mal sehen, haben wir jetzt einen Tag, den wir selbst wieder verplanen können? What's going on? Ich war echt schockgefroren, als die Cops mit mir geredet haben. Ich wette, sie denken jetzt, dass ich ein Verdächtiger bin. Ich war erstarrt, vielmehr. Naja, egal. Wie lange wird das hier noch andauern? Wir sollten uns damit beschäftigt halten, uns auf das Schulfestival vorzubereiten für den Moment. Warum hat die Schule entschieden, das Festival so spät stattfinden zu lassen? Ja, wegen verschiedener Gründe, ne? Ich meine, das Datum zu ändern, nur weil unsere Schule überall in den Nachrichten ist? Ja, das reicht ja eigentlich schon. Es auf den nächsten Donnerstag zu verschieben, bedeutet nur noch mehr Arbeit für uns. Wir werden nicht in der Lage sein, unsere Freunde von den anderen Schulen einzuladen, jetzt da wir das Festival an einem Wochentag stattfinden lassen. Sowas Schlimmes aber auch. Es ist auch wirklich sehr unbequem für alle, die wir schon eingeladen hatten. Und was ist mit den Aktivitäten nach der Festivalparty? Wird es überhaupt noch Leute geben für das Schüler-Special? Ach, das wird wirklich ein seltsames Festival, wenn die Moral so niedrig ist. Ah, klasse. Klingt nach Spaß. Was sollen wir denn dann überhaupt noch groß vorbereiten, wenn keiner motiviert ist, irgendwas zu tun, ne? Aber naja. Wo wir gerade von den nervigen Medien sprechen, wir kriegen hier Telefonanrufe im Lehrerzimmer. Gottverdammt. Das Absurde davon ist, wer genau sind die Phantomdiebe? Das ist es, was wir wissen wollen. Wir haben wirklich keine Ahnung, welche Methode sie nutzen. Jemanden zu töten, ohne direkt mit ihm zu interagieren, ist für sie wie Magie. Wo wir von Magie reden, wusstet ihr, dass es auch Magie in der Mathematik gibt? Ein magischer Würfel. Oh Gott, bitte nicht. Es ist mehr ein Viereck, in welchem sich die Nummern in jeder Reihe addieren. Säulen oder Diagonalen geben denselben Gesamtwert. Ah, super. Das macht Spaß. Akira-san, sieh dir das doch mal bitte an. Oh ja? Welche Nummer sollte in der Mitte des neuen Ecks sein, als Vierecks, damit es ein magisches Viereck wird? Jetzt mal nachrechnen. Ich würde mal sagen, damit es bei denen passt, wo wir zwei Felder haben, müsste es eine 5 sein. Mit 15, da oben 4 und 9. Ja, wenn wir 8 und 5 rechnen, wir bei 13. Ich würde sagen eine 5. Wenn ich mich nicht täusche, obwohl ich in Mathe eine Niete war. Oder? Okay, nehmen wir die 5. Ich glaube. Jo, ist richtig. Geil. Mann, bin ich gut. Ein 3x3 Viereck hat nur ein Muster, aber ein 4x4 Viereck hat 880 Möglichkeiten. Na sowas aber auch. In einem 5x5 Viereck gibt es mehr als 200 Millionen. Könnt ihr das glauben? Nein, ich bin völlig geplättet davon. Wow, wirklich? Ja, wir sind schlau und wir sind klug. Und unser Wissen ist sowieso schon auf maximal. Alright.
Wenn ihr wählen müsstet, würdet ihr versuchen, die Phantomdiebe zu finden oder 200 Millionen magische Vierecke zu lösen? Ich würde das erste nehmen. 200 von diesen magischen Dingern zu... Das wäre Folter, naja. Ich würde die magischen Vierecke wählen. Ohne Zweifel. Sie haben beide Magie, aber magische Vierecke kann man kalkulieren. Ja, das war klar, dass du das sagst. Und Mathematik tötet niemanden. Das ist Bullshit. Mathematik ist eine Todeswaffe. In allen Ländern der Welt. Kommt mir nicht mit irgendwas anderem an.